Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Er wurde sich oft von euch gewünscht, nämlich der Tyrannosaurus Rex. Und heute spielen wir ihn endlich. Auch hier schalte ich einmal die Unterarten durch. Weniger Rückstoß. Mehr Schaden. Mehr Knochenbruchschaden, das klingt doch gut. Also ich denke, das nehme ich. Oder nehmen wir allgemein mehr Damage? Ich glaube, ich will nehmen allgemein mehr Damage. Und Knochenbruchschaden. Ich weiß nicht, ob mehr Knochenbruchschaden halt auch die Dauer von dem Knochenbruch erhöht. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich gehe dann einfach mal ganz normal auf Schaden, denke ich. Wobei der hier bulliger aussieht. Ne, ich nehme den, weil der optisch cooler aussieht. Ich freue mich sehr. Ich würde sagen, wir fangen an. Und sind auch hier erstmal wieder super winzig. Irgendwas ist hier direkt. Ich habe gerade was gehört. Ich schaue mal hier rechts von der Klippe runter. Es klang ehrlich gesagt nach irgendwas Vogelartigen, so Raptor-mäßig oder so. Oder halt irgendein Flugsaurier. Aber so erkennen kann ich jetzt nichts. Aktuell können wir nur diesen Standardbiss. Aber wir werden hoffentlich schnell wachsen und dann neue Sachen lernen. Voll der Hindernisparcours hier. Da ist wieder dieses Vogelartige, was ich gehört hatte. Hab ich eigentlich keine Lust drauf, gegen zu kämpfen, ne? Weil ich halt noch so winzig bin. Oh, da ist er. Das ist ein Raptor. Der will Ärger, oder? Ich schaue ihn runter. Kann ich den hier runter shaken? Was meint ihr? Ich kann ihn auch beißen, wenn er an mir dran hängt. Oh, der tötet mich aber. So ein Mist. Oh, konnte direkt wieder an mich ranspringen. Wie frech. Okay, wir jumpen. Ja, das war keine gute Idee. Ich mache halt noch kaum Schaden, glaube ich. Eventuell hätte ich ihn auch besiegen können, hätte ich direkt zugebissen. Das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich auch einfach friedlich sein sollen und nicht direkt angreifen. Aber ich konnte nicht widerstehen. Was soll ich machen? Ich habe jetzt übrigens schon einen neuen Angriff gelernt. So ein aufladbarer Biss. Und damit können wir Knochenbruch zufügen. Das ist aber leider die einzige Attacke, die wir aktuell können. Also ich musste das andere dafür verlieren, den normalen Biss. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich besser so. Weil wenn wir angegriffen werden, können wir versuchen, den Knochen zu brechen und dann vielleicht wegzurennen oder so. Ich werde es auf jeden Fall mal so ausprobieren. Guck mal, hier sind Felsen. Und jetzt sollen wir Salzstein sammeln. Ich bin zum Glück jetzt schon eine Wachstumsstufe gewachsen. Deshalb kann ich jetzt wieder den normalen Biss und gleichzeitig den aufladbaren. Der bricht Knochen, wie gesagt. Und ich kann jetzt auch nach hinten ausschlagen mit dem Schweif. Auch sehr hilfreich gegen kleine Angreifer. Ah, perfekt. Haben wir es endlich geschafft. Ah, hier sollen wir wieder Felsen sammeln. Ja, da weiß ich ja, wo die sind. Dann muss ich noch ein bisschen hier in dem Gebiet bleiben. Es wird eh gleich Nacht. Und bei Nacht rumzuwandern ist eh nicht so toll, deswegen kann ich jetzt am besten noch Mission machen. Und durch die Mission haben wir jetzt ganz schnell die nächste Wachstumsstufe erreicht.
Und damit könnten wir auch wieder neue Attacken lernen. Einmal so einen schönen Stampfer, den können wir nur im Stehen machen. Und wir können so einen Schrei machen. Dadurch kriegen wir 30 Sekunden weniger Schaden. Und das Beste, was wir gelernt haben, ist Anti-Pounce. Also wir können nicht mehr angesprungen werden oder von Krokodilen ins Wasser gezogen werden. Das heißt, gegen Raptoren sind wir jetzt auch relativ gut gewappnet. Oh, vor uns ist irgendwas. Und ein Magasaurus. Also wenn der alleine ist, könnten wir echt versuchen, den anzugreifen. Ich bin auch fast ganz ausgewachsen. Ich glaube, der haut ab, oder? Ne, er kommt auf uns zu. Keine Ahnung, was der kann. Wahrscheinlich Blutungsschaden mit seinen Stacheln und sowas. Ja, der sieht sehr stachelig aus. Ich lad mal meinen Biss auf. Schön in den Kopf zu beißen. Ich glaube, wir machen viel mehr Schaden als er. Da fliegt er. Aber der macht viel Blutungsschaden. Deswegen setze ich mich jetzt mal kurz hin. Ich glaube, das Blut ist schon weg. Das heißt, wir können uns jetzt voll futtern. Das haben wir uns verdient. Der war aber, glaube ich, auch noch nicht ausgewachsen. Sonst wäre der, glaube ich, größer gewesen. Wir müssen auch gleich was trinken, ganz dringend. Und jetzt nehmen wir uns mal die Trophäe. Das sind Stachel, okay. Ja, werde ich jetzt nicht wegbringen. Aber ich wollte halt sehen, was das ist. Wir gehen jetzt zum Wasser und trinken dort. Autsch. Wir kriegen ja richtig viel Fallschaden. Oh, da vorne sind zwei Crocs. Muss ich mal schnell meine Mission hier machen, weil die wieder im Wasser sind. So, und jetzt weg vom Wasser. Beide, glaube ich, wegschwimmen. Ne, der eine kommt her. Er ist ja da. Wir wollen echt Stress.
Ich habe gar nicht mehr so viel Ausdauer, es hat echt viel verbraucht. Der kommt doch aus dem Wasser raus. Tja, das war's mit deinem Kumpel. Oh, ist der T-Rex stark. Jetzt darf er sich schön angucken, wie ich seinen Kumpel verspeise. Lecker Frühstück. Oha! Mach nochmal. Der kommt gleich nochmal. Aber irgendwas faucht da auch noch. Irgendwas anderes. Den gehe ich jetzt mal weg. Er hat meinen Kopf getroffen, weil ich getrunken habe. Deswegen tat das auch so weh. Werden wir hoffentlich eine schöne Narbe im Gesicht behalten von. Mein Skin ändert sich übrigens gerade. Ihr werdet gleich das fertige Ergebnis sehen. Man sieht schon so ein bisschen die rote Farbe, die hier zum Vorschein kommt. Ich wandere aber gerade mal wieder zu meinem Lieblingsort, dem Grünen Tal. Da ist ja immer relativ viel los. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier auf dicke Hose. Machen mal hier eine Ansage, wer der Chef ist. Bietet sich ja hier so ein bisschen an. Ich glaube, hier kommt irgendwo was. Ich höre Schritte. Ja, hinter mir. Ein Raptor schon wieder. Oder immer noch. Ich habe übrigens meinen Skin nochmal ein bisschen abgeändert. Ich habe jetzt den Kopf ein bisschen dunkler gemacht. Da dachte er, er kann mich pouncen. Ich habe Anti-Pounce, mein Freund. Ich glaube, er will es nochmal probieren. Na, klappt nicht, ne? Ist doof. Na, will das echt gegen mich kämpfen? Das ist witzig. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Hallo, ich wollte hier nur meinen Skin kurz zeigen. Jetzt kommst du nerven. Ja, soll er mitwandern mit mir? Ich weiß gar nicht, wo ich hin will, genau. Ne, ich will hier unten lang eigentlich. Ja, komm. Kannst es ja nochmal versuchen mit einem Pounce. Das ist halt echt mies, ne, wenn die einen nicht pouncen können, die Armen. Ah, versuchst immer noch zu pouncen. Er hat immer noch Hoffnung, dass es geht und er nun nicht getroffen hat. Aber es wird halt nicht funktionieren, mein Freund. Tut mir sehr leid. Nur doof, dass er mir gar keinen Schaden macht.
tue mal so, als wenn ich weggucke. Tja, Trick hat funktioniert. Kleiner Frechdachs. Ich bin jetzt hier gerade mal an der Küste. Mal gucken, ob wir hier andere Dinosaurier finden. Das Problem ist, ich muss halt bald wieder Richtung Inland, weil ich sehr durstig bin. Und hier ist halt überall Salzwasser. Aber ich glaube, da schwimmt was, oder? Es kann sein, dass es auch nur ein Schatten war oder so. Na, ich glaube, das war einfach nur ein Schatten, den ich gesehen habe, der sich irgendwie komisch bewegt hat. Ah, die ersten Sonnenstrahlen kommen auch schon wieder durch die Baumkronen. Sehr, sehr angenehm. Ich bin froh, dass die Nacht hier immer nicht so lang ist. Aber wirklich viel los ist hier nicht. Ich habe jetzt schon Ewigkeiten nichts mehr gehört von anderen Dinos. Und ich schreie auch immer ab und zu. Einfach um auf mich aufmerksam zu machen. Den holen wir uns. Knochenbruch hat er. Schön weggefinisht. Oh, da hinten kommt was. Der ist auf jeden Fall kleiner als wir. Ist das auch ein Rex? Das ist kein Rex, oder? Ab. Er will aber auch nicht weggehen, ne? Was hast du davon? Er hat mir noch die Knochen gebrochen. Aber das hat er bitter bereut mit seinem Leben. Ich bin Einzelgänger. Tut mir sehr leid. Ich glaube, das war doch ein Rex. Ja, Kannibale werden wir jetzt nicht. Aber das ist mein Territorium. Pech gehabt. Vor uns ist was. Oh, das ist ein anderer Rex, glaube ich. Okay, jetzt geht's, glaube ich, los. Aua.
den Stomp machen. Jetzt bin ich hinter ihm. Ich komme noch raus, da ich bin zu viel gesprintet. Das mit dem Schweif ist gar nicht so doof, aber der macht nicht so viel Schaden. Ich kann gar nicht mehr von der Ausdauer her den Knochenbrecher-Biss aufladen. Ich glaube, der verbraucht voll viel Ausdauer. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde damit gern nochmal zuschlagen. Wie einfach dieser Burrow zwischen uns ist. Nein, er ist hinter uns. Das ist irgendwie blöd, ne? Wenn ich den ersten Angriff mache, rennt er einfach weg. Und dann habe ich Ausdauer verschwendet. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Ich habe auf jeden Fall mehr Schaden kassiert als er. Mit dem Knochenbrecher-Biss hat leider nicht so funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Er kommt. Jetzt habe ich ihm auch ein paar Bisse gegeben. Er ist auch verwundet. Dieser Bau uns einfach die ganze Zeit trennt voneinander, ist so lustig. Er dreht sich halt direkt weg, wenn ich komme. Will das gut sein lassen? Ich glaube, wir trennen uns. Ja, es muss auch mal sein, dass ein Kampf so ausgeht. Kräfte messen. Unentschieden. Wir gehen. Das ist in Ordnung. Nun, das ist ein Flugsaurier und da ist schon wieder irgendein Ceratops-Idee. Auch noch irgendwas über Land. So ein ganz kleiner, süßer Anki-Verschnitt. Tja, das hat wehgetan, oder? Oh, er hat meinen Angriff abgebrochen, mir die Knochen gebrochen damit. Wie frech.
Dadurch hat er es auch überlebt. Ja, hier geht es natürlich wieder richtig ab. Raptor kommt auch noch. Na, ja, die wollen es jetzt wissen. Es geht nämlich das große Mixpacking los, ich sag's euch. Ich weiß halt nicht, was ich gegen die Flugsaurier machen soll. Aber die machen mir ja nicht groß Schaden, also ist eigentlich alles entspannt. Ja, ich habe ihn auch erwischt. Okay, er hat mir den Kopf gezwickt. Wie nervig. Gibt es denn irgendeine Attacke, die ich gegen die machen kann? Soll ich den Styraco retten? Was meint ihr? Ist halt fast tot. Styraco, lebe. Ich glaube, der stirbt gleich. Schon so blutüberströmt. Verteidige den. Oh nein. Schüttel ihn ab. Na, da kommt der nächste Raptor. Oh nein! Jetzt müsst ihr alle sterben dafür. Leben. Boah, das sind Eo-Triceratops. Boah, das ist natürlich ein harter Gegner. Gegen den kann ich, glaube ich, nicht so viel machen. Und der ist halt auch nicht alleine. Der hat schon wieder irgendeinen Mixpack-Kumpel dabei. Das ist natürlich schon wieder ätzend. Weiß nicht, ob der böse ist oder gut. Dann gehen wir mal zu dem Eo-Triceratops. Vielleicht ist er jetzt auch mein Mixpack-Kumpel. Ich weiß es nicht. Wäre eigentlich nicht so der Fan davon, aber hier im Krater kann man sich halt nicht mit allen anlegen. Dann verliert man auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob die zusammengehören. Wenn ich den jetzt angreife, wird er sich auch gegen mich wenden. Ne, er greift ihn an. Oh, perfekt. Okay. Okay, das ist hardcore mit dem Wenderadius. Boah, gegen den habe ich ja gar keine Chance. Ich kann mich gar nicht drehen so schnell. Das war fies. Der hat einfach einen viel besseren Wenderadius. Ich hätte vielleicht an eine Klippe oder irgendwas gehen müssen. Ja, Leute, schreibt auf jeden Fall gerne Tipps in die Kommentare. Gerade wie man sich in so einem Kampf verhalten sollte. Das war gerade ganz schön gemein. Aber es war eine gute Erfahrung, würde ich sagen. Und falls euch Path of Titans gefällt und dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen... Achso, nee, bevor ich jetzt dazu komme, schreibt gerne noch in die Kommentare, welchen Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.